Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie es sein kann, dass viele Länder, die mit Bodenschätzen geradezu im Überfluss beschenkt sind, scheinbar gar kein Kapital daraus schlagen, dass das Geld quasi einfach aus dem Boden sprudelt? Wie es sein kann, dass ressourcenarme Länder wie Südkorea oder Luxemburg reiche Industrienationen sind, während der Großteil der Bevölkerung des an Erdöl reichen Äquatorialguinea in Armut lebt? Oder anders gefragt, wenn ein Reichtum an natürlichen Ressourcen etwas Gutes für eine Nation sein soll, wie man intuitiv annehmen würde, wieso sieht es dann in der Realität oft so gar nicht danach aus? Diese merkwürdige Gegebenheit wird seit mehreren Jahrzehnten erforscht und heute zumeist als Ressourcenfluch bezeichnet. Der Begriff des Resource Curse wurde zum ersten von Richard Horty im Jahre 1993 verwendet und seitdem gibt es zahlreiche Untersuchungen der Thematik. Ein Beispiel hierfür ist die namhafte Arbeit von Jeffrey Sachs und Andrew Warner im Jahre 1995, die eine Verbindung zwischen einem Reichtum an Rohstoffen und einem geringen Wirtschaftswachstum, weniger demokratischen staatlichen Institutionen und einem geringeren Human Development Index aufzeigte. Also, gehen wir diesem Phänomen auf den Grund und sehen uns einmal an, was genau natürliche Ressourcen für ein Land bedeuten und welche positiven und negativen Folgen es hat, auf einem Schatzdepot der Erdkruste zu sitzen. Wenn ich im Folgenden von natürlichen Ressourcen spreche, meine ich übrigens hauptsächlich klassische Bodenschätze, fossile Energieträger wie Erdöl oder Erdgas, wertvolle Metalle wie Gold oder Coltan, sowie Edelsteine, seltene Erden und so weiter. Es gibt zwar zweifellos noch eine ganze Menge anderer Ressourcen und Naturschätze, von Wasser über fruchtbares Agrarland bis zur Biodiversität, auf die sich das Modell zwar in manchen Fällen auch irgendwie anwenden ließe, aber darum wird es mir in diesem Video nicht gehen. Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass eine natürliche Ressource einen Wert darstellt. Und wer etwas von Wert besitzt, der hat sofort die Aufmerksamkeit von anderen, die diesen Wert für sich haben wollen. Sprich, es gibt häufig Kämpfe um diesen Wert. Das Spektrum reicht hier von Spannungen zwischen ethnischen und religiösen Gruppen bis zu Bürgerkriegen oder Invasionen durch andere Staaten. Dass derartige Konflikte in Ländern, deren Wirtschaft zu großen Teilen auf der Ausbeutung von natürlichen Ressourcen beruht, wesentlich häufiger vorkommen als etwa in dienstleistungsbasierten Ökonomien, liegt an der grundverschiedenen Art der Wertschöpfung. Ein Krieg um ein Ölfeld oder eine Coltanmine kann sich wirtschaftlich durchaus auszahlen, wenn man das entsprechende Ziel denn erobert. Und selbst wenn die Infrastruktur zur Förderung im Konflikt Schaden nimmt, lässt sich eine solche verhältnismäßig rasch wieder aufbauen. Dagegen ist eine Invasion in einem Staat, dessen Reichtum von seiner gebildeten Bevölkerung abhängt, höchstwahrscheinlich nicht profitabel. Softwareingenieure, Genetiker und Halbleitertechniker sind Humankapital und damit im Gegensatz zu einem Ölfeld oder einer Goldmine intelligent und mobil. Nur sehr schwer militärisch zu kontrollieren und in Gefangenschaft normalerweise weit weniger produktiv als in Freiheit. Sie sind ein Wert, der sich durch Konflikt nur sehr schwer, wenn überhaupt, akquirieren lässt. Diese Dynamik erklärt die Konfliktaffinität von an Rohstoffen reichen Ländern der Welt. Und militärische Konflikte jeder Art verstärken alle weiteren potenziellen Probleme, die solche Länder oft plagen, seien sie politisch, wirtschaftlich oder sozial. Der wichtigste Effekt des Vorhandenseins einer natürlichen Ressource ist, wie wir eben festgestellt haben, selbstverständlich ihr Wert. Oder genauer gesagt, dass durch ihre Ausbeutung Geld gescheffelt werden kann. Für Staaten, die auf dieser Förderung und dem Export von Ressourcen einen größeren Anteil ihrer Wirtschaft aufbauen, bringt diese Einkommensquelle jedoch auch neben dem Neid anderer Akteure eine beachtliche Menge an Risiken mit sich. Zunächst einmal ist die Förderung der meisten Bodenschätze nicht übermäßig umweltschonend, um es vorsichtig auszudrücken. Die konkreten Umweltschäden hängen stark vom jeweiligen Rohstoff ab und sind je nach Art sehr vielfältig. Von der Vergiftung von Grundwasser und Fließgewässern und dadurch resultierenden Ungenießbarkeit von Trinkwasser, über die Verseuchung von Ackerböden, der Belastung der Luft durch Schadstoffe, der Entwaldung ganzer Landstriche und mit allen daran hängenden Folgen, zum Beispiel Erosion und Bodendegradation, bis hin zur Störung oder gar Vernichtung von sensiblen Ökosystemen sind die Folgen mannigfaltig. Viele Umweltbelastungen resultieren außerdem in sekundären Kosten, zum Beispiel im Gesundheitswesen, und können andere Wirtschaftszweige beeinträchtigen, etwa Landwirtschaft oder Tourismus. Zudem sind extraktive Unternehmungen selten sonderlich klimaschonend. Derartige Kompromisse sind bei Unternehmungen wie Bergbau auch bei ehrlichen Bemühungen zur Schadensminimierung kaum zu vermeiden. Doch gerade in wirtschaftlich schwachen und politisch autoritär geführten Staaten ist das gemeinhin tolerierte Ausmaß an Umweltzerstörung oft erschreckend. Und die Ausbeutung geschieht ohne jeden Gedanken an eine nachhaltige Entwicklung, sei sie ökologischer oder ökonomischer Natur. Die zweite große Herausforderung ist die starke Abhängigkeit vom Weltmarkt, in die sich ein Staat begibt, wenn der Staatshaushalt zu einem großen Anteil auf dem Export von natürlichen Ressourcen beruht. Je höher der Anteil und je weniger verschiedene Rohstoffe, desto schlimmer. Dabei ist es nicht wirklich relevant, ob die Einnahmen direkt aus dem Verkauf der Produkte einer verstaatlichten Förderindustrie
oder aus Beteiligungen, Ausfuhrzöllen und Besteuerungen von durch private Unternehmen geförderten und exportierten Rohstoffe kommen, die Abhängigkeit ist in beiden Fällen gegeben. Die Weltmarktpreise für Rohstoffe unterliegen ständigen Fluktuationen und sind für einzelne Förderstaaten meist nur sehr geringfügig zu beeinflussen. Auf Basis von üppigen Einnahmen aus dem Export von einem bestimmten Rohstoff, etwa Erdöl, in einem bestimmten Jahr mit derselben Summe im nächsten Jahr zu rechnen und diese im Staatshaushalt zu verplanen, ist riskant. Denn schon geringe Preisschwankungen können praktisch über Nacht riesige Löcher in einen Staatshaushalt reißen und eine Ökonomie über Nacht um einen Gutteil ihrer Einnahmen bringen. Ein gutes Beispiel dafür wäre Venezuela, wo der gefallene Ölpreis mit für die dramatische Wirtschaftskrise der letzten Jahre verantwortlich ist. Venezuela besitzt mit die größten bewiesenen Erdölreserven der Welt, wobei man über die Qualität derer streiten könnte, denn Erdöl ist nicht gleich Erdöl, aber das Land ist trotz dieser immensen Reichtümer wirtschaftlich komplett ruiniert. Als weiteres Beispiel kann die Russische Föderation herhalten, die aufgrund der niedrigen Ölpreise in den letzten Jahren gezwungen war, ihre Reserve und sogar Rentenfonds anzuzapfen, um die Defizite im Staatshaushalt auszugleichen. Es gibt natürlich Versuche, derartigen Unsicherheiten und Schwankungen mit Preisabsprachen zu begegnen. Die OPEC, die Organisation erdölexportierender Länder, ist exakt dafür gegründet worden. Allerdings sind derartige Unternehmungen auch nicht gerade eine perfekte Lösung, um dem Problem der Preisinstabilität zu begegnen. Zum einen, weil die Mitglieder eines solchen Kartells ja auch untereinander konkurrieren und nur selten politisch alle am selben Strang ziehen. Zum anderen, weil nur die Angebots-, nicht aber die Nachfrageseite der Ölwirtschaft kontrolliert werden kann. Die OPEC kann Förderquoten vereinbaren, aber wenn zum Beispiel eine Pandemie die Weltwirtschaft ins Stocken bringt oder in bestimmten Anwendungsgebieten Ersatzstoffe gefunden werden sollten und die Nachfrage nach den exportierten Ressourcen aufgrund derartiger Ereignisse einbricht, dann gibt es wenig, das die betroffenen Staaten dagegen tun könnten. Nun sollte man meinen, dass diese Abhängigkeit vom Weltmarkt aufgrund einer Exportwirtschaft, die sich um einen einzigen Rohstoff herumdreht, recht einfach zu beheben sei. Man müsste doch nur versuchen, mit den Einnahmen aus der Ressourcengewinnung andere Sektoren der Wirtschaft anzukurbeln. Diese Idee ist in Theorie durchaus nicht falsch, allerdings nicht so einfach umsetzbar, wie man annehmen mag. Zwei Faktoren stehen einem solchen Ansinnen im Wege: eine aufgewertete Währung und schlechte Regierungsführung. Betrachten wir zuerst das Problem, das ein solches Land aufgrund seiner Währung bekommen wird. Der reale Wechselkurs der Landeswährung, also der Wert der Landeswährung im Austausch gegen andere Währungen, wird sich durch die Einkünfte aus Ressourcenexporten deutlich erhöhen. Nun klingt es erst einmal absurd, sich darüber zu beschweren, dass die eigene Währung zu wertvoll wird. Aber so etwas bringt neben Vorteilen wie billigeren Importen auch tatsächlich einige Probleme mit sich. So wird zum Beispiel der Export von eigenen Gütern und Dienstleistungen schwieriger. Ein weiterer betroffener Sektor kann etwa der Tourismus sein. Die Schweiz hat nicht umsonst lange den Kurs des Schweizer Franken im Vergleich zum Euro künstlich niedrig zu halten versucht. Denn wenn die Schweizer Zentralbank keine derartigen Bemühungen unternähme, könnte sich kaum noch ein Europäer einen Urlaub in der Schweiz leisten, weil Produkte und Dienstleistungen wie Hotels und Restaurants für Ausländer schlichtweg überteuert und unattraktiv wären. Auch wenn der hohe Wechselkurs des Schweizer Franken nicht durch Einnahmen aus Ressourcenexporten zustande kommt, ist der Effekt einer hochwertigen Währung in anderen Ländern vergleichbar. Vor allem das verarbeitende Gewerbe verliert durch die Erschwerung des Exports seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt, was im Extremfall bis zur kompletten Deindustrialisierung eines Landes führen kann. Auch andere Exporte, etwa von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, werden aufgrund der stark aufgewerteten Währung immer schwieriger. Die Abhängigkeit der betroffenen Volkswirtschaft vom Export des Rohstoffs, der überhaupt erst zur Währungsaufwertung geführt hat, nimmt dagegen in einem Teufelskreis immer weiter zu. Dieses Phänomen ist unter Ökonomen als die holländische Krankheit bekannt und führt, wenn nicht entschlossen gegengesteuert wird, die entsprechende Volkswirtschaft zunehmend in eine Situation, in der die Ressourcenförderung eine ungesund dominierende Rolle einnimmt. Da der Export von Rohstoffen, wie bereits festgestellt, das Land zunehmend von den Preisentwicklungen auf dem Weltmarkt abhängig macht und Produktivitätszunahme im Rohstoffexport zumeist deutlich geringer ist als jene in der Verarbeitung, ist eine solche Wirtschaft inhärent instabil und dauerhaft von unterdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum geplagt. Als Beispielfälle für die holländische Krankheit können die von Einnahmen aus Ölexporten weitgehend abhängigen Staaten Aserbaidschan und Kasachstan gelten, deren Wirtschaft sich vor dem Einbruch im Wechselkurs ihrer Währungen, ausgelöst durch einen ebensolchen Einbruch in Exporteinnahmen in den letzten Jahren, kaum differenziert entwickelte. Eine derartige Dominanz des Exports einer einzigen Ressource zieht natürlich nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale und politische Konsequenzen nach sich. Beispielsweise ist in vielen stark vom Erdölexport abhängigen Ländern Arbeit außerhalb des Ölsektors oft gesellschaftlich niedriger angesehen und vergleichsweise schlecht bezahlt, was als Hemmungsfaktor für Unternehmertum wirken kann. Neue Unternehmensgründungen gibt es kaum und ohne gesunde Innovation entstehen zunehmend verkrustete Strukturen,
die zusätzlich das Wirtschaftswachstum hemmen und wenig Gelegenheit für gesellschaftlichen Aufstieg durch Leistung bieten. Wozu auch ein Risiko eingehen und ein neues Unternehmen in einem vernachlässigten Wirtschaftszweig gründen, wenn ein meist durch Vetternwirtschaft erworbener Job in einem Förderkonzern wie Saudi Aramco so viel sicherer, profitabler und prestigeträchtiger erscheint? Und damit kommen wir zum letzten und wahrscheinlich bedeutendsten Faktor, der rohstoffexportierende Länder allzu oft in ihrer Misere festnagelt. Bad Governance, auf Deutsch etwa politische Misswirtschaft. Also ein durch Korruption, horrende Demokratiedefizite und allzu oft auch starke politische Instabilität geprägtes System. Zahlreiche rohstoffreiche Länder werden von autoritären oder diktatorischen und zutiefst korrupten Regierungen gelenkt. Dass sich diese Regierungen trotz der oft schlechten Behandlung ihrer Bürger halten können, hat vor allem einen Grund. Sie sind für das Sprudeln der Einnahmen ihrer Staatskasse nicht darauf angewiesen, dass ihre Bevölkerung gesund, gebildet und mit dem bestehenden politischen System einverstanden ist. In Staaten mit Dienstleistungsökonomien, beispielsweise Deutschland, ist die Regierung praktisch dazu gezwungen, ihrer Bevölkerung zumindest einen gewissen Stand an Bildung, Grundversorgung und Freiheitsrechten zu garantieren, weil sie, wenn sie dies vernachlässigt, sich selbst langfristig die Steuereinnahmen abgräbt. Eine Gold- oder Koltanmine im Kongo hingegen lässt sich problemlos mit rechtlosen Sklaven betreiben, deren Bildungsstand, Lebenserwartung und politische Wünsche der Regierung herzlich egal sein können. Selbst bei etwas komplexeren Anforderungen an die Rohstoffförderung, wie etwa beim Ausbeuten eines Ölfeldes, kann eine Regierung durchaus auf die Bevölkerung des eigenen Landes verzichten. Kompetente Arbeitskräfte können ja die ausländischen Konzerne, denen man die entsprechenden Förderrechte verkauft, selbst mitbringen. In Diktaturen gibt es normalerweise nur eine kleine Anzahl an Schlüsselpositionen, die ein Herrscher mit loyalen Personen besetzen und durch großzügige Vergütung gewogen halten muss. Zumeist eine Handvoll hochrangiger Militärs, regionaler Stammesführer, Geheimdienstler und dergleichen. Wenn diese Individuen die Schlüssel zum Machterhalt vom Diktator mit den Einnahmen aus dem Export der geforderten Ressourcen bezahlt werden können und der staatliche Sicherheitsapparat finanziert werden kann, dann haben wir ein Staatssystem, das beinahe vollständig an der Bevölkerung vorbei existieren kann. Infolgedessen ist die Regierung von der Zustimmung ihrer Bevölkerung unabhängig und an deren Wohlergehen meist nicht besonders interessiert. Diese Dynamik wird weit besser und detaillierter in einem Video von CGP Grey erläutert, das ich euch in der Videobeschreibung verlinken werde, auch wenn ich mir sicher bin, dass viele von euch es schon kennen werden. Die Tatsache, dass sich die Interessen eines solchen kleptokratischen Diktators und der schmalen profitierenden Elite nicht im Mindesten mit denen der Bürger ihres Landes überschneiden, erklärt auch deutlich, wieso rohstoffexportierende Länder in so vielen Kategorien Human Development Index, Wirtschaftswachstum, Lebenserwartung, Umweltverschmutzung, Demokratieindex, Anzahl an Nobelpreisträgern und was auch immer man sonst nehmen will, so schlecht abschneiden. Tatsächlich ist auch die Schere zwischen Arm und Reich nirgendwo größer als in solchen Staaten. Aber wieso sollte ein durch Erz oder Öl reich gewordener Diktator auch Geld in Infrastruktur oder die Bildung seiner Untertanen investieren, wenn dies mehr als alles andere das Risiko erhöhen würde, dass diese irgendwann eine Revolution gegen ihn beginnen? Und weshalb sollte er die Wirtschaft diversifizieren und liberalisieren, wenn das der Bevölkerung mehr nutzen würde als ihm selbst? Eine monostrukturelle Wirtschaft ist schließlich viel einfacher zentral zu planen, was es ermöglicht, wichtige Posten zum Zwecke des Machterhalts an Günstlinge zu verteilen. Als Beispiele für solche Entwicklungen können viele Länder herhalten, etwa Saudi-Arabien, der Tschad oder das winzige Äquatorialguinea, dessen Präsident angeblich über ein Privatvermögen zwischen 600 Millionen und 3 Milliarden Dollar verfügt, während die Mehrheit seiner Untertanen von unter 2 Dollar pro Tag lebt. Eine solche kleptokratische Regierung ist nur äußerst schwer zu reformieren, da die politische Elite des Landes zumeist noch zusätzlich von außen gestützt wird. Sei es eine Deckung durch einen größeren globalen Player aufgrund einer günstigen geopolitischen Lage, sei es, weil transnationale Großkonzerne im Ressourcensektor durch direkte Bestechung oder einfach nur durch den Ankauf der exportierten Ressourcen das System von außen finanzieren und damit intern stabilisieren. Eingedenk der Tatsache, dass die notwendigen Infrastrukturen für autoritäre Herrschaft und Extraktion von Ressourcen in vielen dieser Länder, insbesondere jenen Afrikas, ursprünglich während der imperialistischen Ära entstanden sind und die formelle Unabhängigkeit diese lediglich an einen lokalen Machthaber übertragen hat, der wiederum von außen gestützt wird, könnte man von einer Praxis des Neokolonialismus sprechen. Aber eine solche Diskussion historischer Faktoren würde hier den Rahmen sprengen und wird deshalb vielleicht einmal Thema eines eigenen Videos. All die Dinge, die ich in diesem Video aufgezählt habe, sind nicht sonderlich ermutigend. Ressourcenreichtum verzerrt die Anreizstruktur für Regierende und verdammt mit all seinen Nebenwirkungen häufig die Bevölkerung des Landes zu Armut und Unfreiheit. Allerdings gibt es auch Gegenbeispiele. Staaten, die trotz natürlicher Ressourcen auf ihrem Gebiet stabile und wirtschaftlich florierende liberale Demokratien geworden und geblieben sind. Eines dieser Länder, das wunderschöne Königreich Norwegen, wollen wir uns zum Schluss einmal genauer ansehen,
um festzustellen, mit welchen Maßnahmen man den negativen Nebeneffekten von Ressourcenreichtum erfolgreich begegnen kann. Die wichtigste Rolle spielt bedauerlicherweise Glück, denn der Zeitpunkt des Funds der Ressourcen ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor in der Frage, wie das entsprechende Land in Zukunft damit umgehen wird. Im Falle Norwegens wurden die Ölvorkommen des Landes erst nach 1970 entdeckt und ausgebeutet. Vorher wäre die Technologie für Schelfbohrung auch nicht wirklich verfügbar gewesen. Zu diesem Zeitpunkt besaß Norwegen bereits seit über einem halben Jahrhundert stabile demokratische Institutionen als Teil einer konstitutionell-parlamentarischen Monarchie. Das bedeutet, dass die politische Kultur Norwegens es für die Bürger selbstverständlich machte, im politischen Prozess mitwirken zu können. Eine funktionale Gewaltenteilung, eine transparente Regierungsführung und eine starke Zivilgesellschaft von gebildeten Bürgern ist eine miserable Ausgangslage für die Errichtung einer Kleptokratie. Und als Teil des Nordatlantikpakts und inmitten anderer Demokratien in Nordeuropa wäre eine Entwicklung Norwegens hin zur korrupten Diktatur schlichtweg nicht machbar gewesen. Norwegen war und ist bis heute sowohl innen- als auch außenpolitisch in einer sehr stabilen Lage. Aufgrund dieser günstigen Bedingungen investierte Norwegen seine Einnahmen aus dem Export des Nordseeöls in eine Stärkung und Diversifikation seiner Wirtschaft und legte im Jahr 1996 gar einen Anlagefonds an, um die Erlöse dem direkten Zugriff der Regierung zu entziehen. Dieser Fonds investiert global in die verschiedensten Unternehmungen, jedoch unter strengen ethischen Gesichtspunkten, so werden zum Beispiel grundsätzlich keine Anteile an Rüstungsfirmen erworben. Mit den Mitteln des Fonds, der Stand Mai 2020 mit etwa 1.150 Milliarden Dollar der größte Staatsfonds weltweit ist, soll hauptsächlich für eine Zukunft vorgesorgt werden, in der die norwegischen Erdölreserven in der Nordsee zur Neige gehen. Die norwegische Regierung besitzt keine freie Verfügung über dieses Depot, sondern kann jährlich maximal 4, zukünftig sogar maximal 3% der Gesamtsumme zur Finanzierung des Staatshaushaltes entnehmen. Wir sehen also, dass der sogenannte Ressourcenfluch nicht für jedes Land mit Öl oder Edelmetallen zum düsteren Schicksal werden muss, sondern dass demokratische Institutionen, Gewaltenteile und Transparenz, eine starke Zivilgesellschaft, eine von hoher Bildung der Bevölkerung abhängige Dienstleistungsökonomie und eine stabile geopolitische Lage ein Land auch in eine ideale Position versetzen können, vom natürlichen Reichtum zu profitieren. Doch um dies tun zu können, müssen all diese Stabilitätsfaktoren am besten schon vor dem Fund der Ressourcen gegeben sein. Denn wie wir festgestellt haben, werden die Ressourcen selbst die Stabilität mit Sicherheit nicht bringen. Vielmehr scheinen sie eben jene machtpolitischen Institutionen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu stärken, die zu jenem Zeitpunkt herrschten, an dem die Ressourcen wirtschaftlich relevant wurden. Zum Leidwesen vieler Regionen der Welt, die im Spiel der Macht historisch den Kürzeren gezogen haben und sich bis heute damit schwer tun, ihren Bürgern Freiheit, Wohlstand und eine grundlegende politische Teilhabe zu ermöglichen. So, das soll es für heute auch gewesen sein. Ich hoffe, dass bis zum nächsten Video nicht wieder ein halbes Jahr vergeht, aber versprechen werde ich besser mal nichts. Wie immer, ich freue mich über eure Kommentare, Links zu weiteren interessanten Videos und Verweise auf meine Quellen findet ihr in der Videobeschreibung und ein besonderer Dank an alle, die mich großzügigerweise finanziell unterstützen. Kila Selai.